Ein besonderer Moment, der mich darin bestärkt hat, als Lehrerin bindungsorientiert zu erziehen. Ich hatte ein Kind in meiner Klasse, das, wenn es wütend war, immer wieder handgreiflich wurde. Und eine Kollegin von mir hat ihn damals nach Hause geschickt und seine Mutter und sein Vater haben ihn bestraft mit Handballentzug. Er hat es geliebt, Handball zu spielen. Und als ich am anderen Morgen mit ihm darüber gesprochen habe, was denn los war, warum er so wütend war, welche Strategien er stattdessen nutzen könnte, hat er gesagt, ich will überhaupt nichts mehr reden, weil jetzt wurde mir das Handball verboten und dann wird alles nur noch viel, viel schlimmer. Und genau in diesem Moment dachte ich mir, genau, dieser Junge wurde jetzt bestraft und darüber war er noch frustrierter, noch wütender und er konnte überhaupt nichts daraus lernen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, viel wichtiger ist es, mit Kindern über Alternativen zu sprechen, anstatt sie zu bestrafen. Denn darüber können sie überhaupt gar nichts lernen und den präfrontalen Kortex, also das obere Gehirn, nicht weiterentwickeln. Und deswegen ist es so wichtig, mit Kindern danach über die Gefühle zu sprechen, über Alternativen zu sprechen und auch darüber zu reden, wie fühlt sich das an, wenn die Wut im Körper hochsteigt? Was kann ich denn stattdessen machen? Und wir haben dann geübt, zum Beispiel, wenn er wütend war, gegen einen Baum im Pausenhof zu treten, anstatt andere Kinder zu schlagen. Und das war der Weg über die Beziehung. Es war also nicht nötig, ihm das Handballtraining zu verbieten.